Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, Frau Stehren, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben immer klar gesagt, auf die Inhalte kommt es uns an, nicht auf das Parteibuch. Dementsprechend lassen wir uns auch bei der heutigen Dezernentenwahl von der Frage leiten, ob die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten für eine Politik stehen, die wenigstens Ansatzpunkte für soziale Verbesserungen für die Menschen in dieser Stadt bieten. Dabei sind wir allerdings auch weitgehend frei von Illusionen. Die einzelnen Dezernenten, egal wie wohlmeinend und in Einzelfragen persönlich offen für positive Veränderungen sie auch sein mögen, agieren auf der Grundlage eines Koalitionsvertrages, der gerade im Bereich Wohnungsbau und Stadtentwicklung, und darauf will ich mich hier konzentrieren, wenig Konkretes enthält und dessen Prioritätensetzung noch nicht einmal zaghaft andeutet, die von uns seit Jahren kritisierten Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und sie arbeiten auf der Grundlage politischer Prämissen, die für die praktische Politik dieses Magistrats in den letzten Jahren prägend waren und die vielfältigen sozialen Probleme in dieser Stadt trotz Wirtschaftswachstum und leichter Bevölkerungszunahme nicht gelöst haben, ja es in etlichen Bereichen auch nicht einmal versucht haben. Ich will an dieser Stelle gar keine Bilanz ziehen. Dafür wird im Rahmen der Haushaltsdebatte noch genügend Raum sein. Ich will hier nur grob skizzieren, an welchen Maßstäben unserer politischen Forderungen wir den Stadtbaurat und mit ihm den hauptamtlichen Magistrat als Ganzen messen werden. Wir fordern nach wie vor eine Offensive im sozialen Wohnungsbau und eine aktive Rolle der Wohnungsgesellschaft, speziell der GWG, dabei, um den rasant voranschreitenden Schwund des Sozialwohnungsbestandes bei insgesamt deutlich steigenden Mieten und hohem Bedarf etwas entgegenzusetzen. Kassel steht bei der durchschnittlichen Mietsteigerung der letzten 5 Jahre unter den Großstädten bundesweit auf Platz 14, während der Sozialwohnungsbestand in der Stadt im gleichen Zeitraum um fast ein Drittel zurückgegangen ist. Hier müssen wir, um eine Verschärfung der bereits bestehenden Wohnungsnot zu verhindern, die GWG in die Pflicht nehmen und müssen auch sicherstellen, dass wir langfristige Sozialbindungen erreichen, und dafür sind Ideen gefragt. Und dafür halten wir nach wie vor auch die Einführung einer verbindlichen Sozialwohnungsquote sowohl für öffentliche Wohnungsgesellschaften als auch für private Investoren für richtig und notwendig. Und was passiert, wenn wir auf solche Steuerungselemente verzichten? Sehen wir am Beispiel der Jägerkaserne, wo nicht eine einzige Sozialwohnung entstehen wird, weil der Investor es nicht wünscht. Aber nicht nur, was gebaut wird, ist für uns eine wichtige Frage, sondern auch wo. Statt immer noch weitere Neubaugebiete an den Stadträndern zu schaffen, müssen die Möglichkeiten der Verdichtung innenstadtnahe Wohnbebauung genutzt werden. Und wir müssen nicht nur neu bauen, sondern zugleich auf dem Wohnungsbestand die Mieten stabil halten und Gentrifizierungstendenzen und Vertreibungsszenarien, wie sie mittlerweile etwa in Teilen des Vorderen Westens zu beobachten sind, einen Riegel vorzuschieben. Durch eine Mietpreisbremse, die auch tatsächlich wirkt, und durch die Einführung bzw. Aktualisierung von Milieuschutzsatzungen in besonders betroffenen Stadtteilen. Und dazu gehört neben dem Vorderen Westen inzwischen tatsächlich auch der vordere Teil der Nordstadt, wo die Expansion der Universität und der Boom des für Vermieter besonders lukrativen studentischen Wohnungsmarktes begonnen hat, Schneisen der Verwüstung in der Einwohnerstruktur zu hinterlassen. Auch die Korrektur offensichtlicher stadtplanerischer Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte, wie etwa der Entwicklung des früheren Altstadtbereiches zwischen Stern, Altmarkt, Holländischen Platz und Katzensprung, ist ein Anliegen, an dem der Magistrat auf die Dauer nicht vorbeikommen wird. Und für das Ideen, Mut und eine soziale Vision gleichermaßen gefragt sein. Dort, wo einst das pulsierende Herz dieser Stadt schlug, ist heute eine vernachlässigte, von überdimensionierten Ausfallstraßen durchzogene Betonwüste, geprägt von Leerstand, einer in Teilen fast barackenförmigen Bebauung, wenn man sich etwa das Hansehaus ansieht, das ich schon fast als Schandfleck bezeichnen würde, soziale Probleme bis hin zu Phänomenen der Verelendung und Ausgrenzung. Hier geht mehr und es geht vor allem anders. Und da ist es auch die Sache des Stadtbaurats, unter breiter Beteiligung der betroffenen Menschen, der Vereine, Initiativen und Stadtteilgremien aller drei dort angrenzenden Stadtteile, einen Planungs- und Gestaltungsprozess anzuschieben, der dort eine lebenswerte Stadtentwicklung ermöglicht. Insgesamt muss die Stadt angesichts der zunehmenden Knappheit an bezahlbarem Wohnraum und den Problemen mit einigen Investoren einfach auch mutiger werden, selbst Grundstücke zu kaufen, Wohnungen zu bauen, entsprechende Fördergelder abzurufen und gegen Leerstand effektiv vorzugehen. Und da fehlt uns bisher noch ganz eindeutig die Entschlossenheit. Und ich will hier auch noch einmal ganz grundsätzlich unsere Position benennen. Wohnraum darf, wenn es an uns geht, keine Ware sein, sondern muss als Teil der Daseinsvorsorge gesehen werden. Davon sind wir weit, weit entfernt. Ich weiß es.
hin zu einer Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, die den Menschen dient und nicht den Märkten, wäre auch jetzt möglich, wenn es denn den politischen Willen dazu gäbe. Wir werden den Stadtbaurat und den hauptamtlichen Magistrat als Ganzen mit ihrer Stadtentwicklungspolitik weiterhin kritisch begleiten, versuchen, den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn es weh tut. Ideen für eine alternative Stadtentwicklung formulieren, auch auf die Gefahr hin, wie als weltfremde Spinner dargestellt zu werden. Und wir werden die jetzt sich auch personell in Form von hauptamtlichen Magistratsmitgliedern formierende Rathauskoalition an ihren Ergebnissen messen. Danke. Frau Dr. Janosch.